Willkommen bei Learning Level Up. Unser Thema ist die Kapillarität. So kann man beobachten, wenn man Wasser in ein Gefäß füllt, dass es an den Gefäßwänden etwas höher steigt. Ursache dafür sind die Adhäsionskräfte zwischen den Teilchen des Wassers und des Glases. Die linke Abbildung zeigt, dass aufgrund der Adhäsionskräfte das Wasser in engen Röhren höher steigt als in breiten Röhren. Diese engen Röhren nennt man Kapillaren. Diese Adhäsionskräfte bewirken, wie in der rechten Abbildung dargestellt, das Haften verschiedener Körper aneinander. Aus diesem Grund bezeichnet man das Aufsteigen von Flüssigkeiten in engen Röhren als Kapillarität. Das Wichtigste zu diesem Thema kurz zusammengefasst. In engen Röhren, die man Kapillaren nennt, steigt das Wasser aufgrund der Adhäsionskräfte auf. Dieser Vorgang wird als Kapillarität bezeichnet. Dieses Lernvideo ist auch als interaktiv-dynamischer Lerninhalt unter Learning Level Up abrufbar. Andere Themen aus dem Teilgebiet der Mechanik findet ihr in der Physik-Playlist.